Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay und heute zocken wir Spectro. Spectro ist, ich würde sagen, Luigi's Mansion in VR, kann man sagen. Ghostbusters-Anteile vielleicht, da ich ein Kind der 80er bin. Ghostbusters definitiv. Alles, was mit Geister zu tun hat, Geister jagen, ist Ghostbusters für mich. Aber natürlich ist es mehr Luigi's Mansion. Und echt netter Titel, echt nett gemacht. Wir können uns aufleveln, wir starten immer, wenn wir gestorben sind, von neu und können unser Gear aufleveln, wir müssen Münzen looten, wir müssen Geister jagen und so weiter und so fort, kleine Finde-Rätsel lösen, also wir müssen immer Sachen finden, um weiterzukommen. Ziel ist es, ganz nach oben in den Tower zu kommen und da die Maske zu finden. Ich glaube, die Maske von Hakim oder irgendwie sowas war das, also bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, jedes Mal hat man neue Level vor sich, also jedes Mal wird es neu gebaut und auch die Rätsel oder Gegenstände stehen immer woanders, also echt ganz cool gemacht. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns mal ganz kurz die Steam-Seite an. So, hier sind wir auf der Steam-Seite und 87% der 31 Nutzer-Reviews sind positiv und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es ein schlechtes Game ist, man muss dieses Genre halt mögen und meiner Meinung nach ist es auch eher was für so unsere kleinen Geisterjäger, das habe ich auch im Video schon erwähnt. Also für die Kids da draußen. 12,49 € ist auch nicht so viel, meiner Meinung nach. Ist echt ein günstiger Preis. Dann haben wir noch, alle Brillen werden unterstützt. Ist auch nicht selbstverständlich. Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die VMR-Brillen. Wir können sitzend und stehend spielen. Und hier sehen wir, wie das Geisterjagen so ein bisschen funktioniert. Erst müssen wir die Energie komplett kalt machen, sozusagen. Und dann können wir die Geister aufsaugen. Ja, ich würde sagen, wir gehen ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, hier sind wir im Game Spectro und schauen wir uns mal ganz kurz um. Sieht echt witzig aus, wie die kleinen Geister hier aus dem Fenster hervorlupen. Und die wissen ganz genau, wir kriegen die noch. schauen wir uns mal ganz kurz die Optionen an. Also hier können wir den Movement-Typ einstellen. Also ich gehe ganz normal smooth. Dann ob wir links-rechts strafen dürfen, möchte ich. Kopfsteuerung, also in die Richtung, wo wir gucken, wird auch hingesteuert. Dann Snip-Turn können wir hier einstellen. Oder smooth, je nachdem wer was haben möchte. Dann haben wir hier die Grafikeinstellungen. Ist eigentlich auch ganz klar. Ambient Occlusion ist, glaube ich, dieses, dass es kleiner, schmaler wird. Das würde ich jetzt erstmal aussetzen. Wir können aber im Spiel auch ins Menü rein, von daher, wenn es irgendwie nicht passt, können wir es immer noch umstellen. So, das haben wir ausgemacht. Blumen lasse ich auch erstmal aus. Ja, komm, schalten wir Blumen mal ein. Das sind ja diese Helligkeit-Kontrast-Töne von irgendwelchen Lichtquellen. Und Audio ist ganz klar, ne? SoundFX, Music Volume haben wir hier. Und Sprache ist nur Englisch. Es gibt aber nur Text, von daher, es ist auch nicht so viel. Dann haben wir hier noch Show Damage Numbers. Also das heißt, wenn wir dem Geist Schaden zufügen, ploppen diese Lebenspunkte raus und das wird in Zahlen dann angezeigt. Ja, das ist es eigentlich erstmal und ich würde sagen, wir gehen mal ins Spiel. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Wir können auch einfach mal auf Continue gehen, genau. Ich habe erst ein Stockwerk gemacht. Genau, Floor 2. So, hier ist unsere Waffe. Ne? Hier haben wir hier so einen Phaser, sag ich mal. Badge 421. Sieht ganz witzig aus. Dann haben wir hier noch eine Taschenlampe, wo wir so dunkle Stellen dann erleuchten können. Und immer wenn wir solche Gegenstände sehen, können wir mit A-Button draufdrücken und hier ploppt schon ein böser Geist raus. Und die können auch ganz gut austeilen, das was der gerade da gemacht hat, fügt uns ziemlich harten Schaden zu und dann kann es auch ganz schnell vorbei sein. So, da haben wir auch Münzen. Also wir können Münzen einsammeln. Und wie wir gerade gesehen haben, Lebensenergie. Oder diese Fläschchen, die wir immer wieder finden. Hier ist unser ganzes Inventar. Ne, hier haben wir unsere Fläschchen. Und hier haben wir unsere Lebensenergie. Und wenn die aufgebraucht ist oder fast aufgebraucht ist, können wir so ein Fläschchen trinken. Und schon geht's weiter. So, gehen wir einfach mal hoch zu Stockwerk 2.
So, ganz wichtig ist, oh ne, wir sind schon auf Stockwerk 3, okay. Das ist unsere Energie, den Balken, den wir hier sehen. Und den können wir immer wieder, also das ist unser Phaser-Balken. Energiebalken vom Phaser. Und den können wir an diesen Kerzen aufladen mit A. Wie ihr gesehen habt, jetzt haben wir wieder einen vollen Balken. So, da kommen wir gleich nochmal zu. Wir öffnen erstmal hier ein paar Türen. Okay, der ist böse, der ist böse. Also wir können auch richtig ausweichen. Boah, der hat nicht mehr viel, jetzt haben wir ihn. Oh, wir wollen hier nicht, dass er uns einschleimt, ne? Kerze, Kerze, Kerze! Kommst du wohl? Ach, der ist noch mal, hat sich wieder erholt, okay. So, und diese Geister können wir einsaugen. Wie wir sehen, dann muss ich die Grip-Taste drücken und schon haben wir ihn eingesaugt. Jetzt füllen wir noch mal unsere Phaser auf. So, hier haben wir jetzt wieder Münzen. Dafür können wir uns in dem Schuppen was kaufen. Und wenn wir hier sehen, hier ist noch ein Schlüssel. Der öffnet uns nachher Türen. So, hier ansonsten ist nichts. Also es lohnt sich immer hier überall mal zu schauen. Die Kerzen sind nach einer Zeit, wie wir sehen, immer wieder an. So, jetzt können wir immer hier aktivieren. Und der nennt uns gleich irgendwelche Gegenstände, die wir dann auch anklicken müssen. Wecker. Wecker, Wecker, da. Da ist noch ein Wecker. Ah, okay. Also ich habe es noch nie geschafft, was der von mir will, aber gut. Also die Melodie endet immer so ein bisschen an. Wow! Alter! Ich dachte, ich spiele hier keinen Paranormal Activity. Hast gesehen, Matrix-Style, Junge? Hallo? Also entweder so Mario-mäßig, Luigi, Luigi's Mansion. Von daher erinnert die Musik mich so ein bisschen dran. Jetzt schauen wir mal, wie viele Herzen wir haben. Wir haben noch drei, okay. Und wir haben 56 Coins. Da kann man später schauen, was man dafür bekommt. So, aber hier war nichts mehr, okay. Gehen wir mal da rein. Und wir müssen so ein Totem finden. Wenn wir dieses Totem haben, zeigt uns das, in welchen Raum wir gehen müssen, um nachher so eine Geheimtür zu öffnen. Okay, wir haben Inventar auch voll. Ah, hier ist so eine Kiste. Wir finden auch immer wieder Schlüssel dafür, die wir dann benutzen können. Unser Inventar ist voll, das heißt, wir müssen uns jetzt von irgendwas trennen. So. Streichhölzer. Wer weiß, für was die gut sind. Schauen wir hier mal. Okay, hier sehen wir auch diesen Blumeneffekt. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ich mache den gleich aus. Schauen wir uns das dann nochmal an. So, Grafik. Blumen aus. Apply. Ja, sieht schon viel, viel besser aus. Ich weiß nicht, wie das für euch aussah, aber für mich sah das total, ja, nicht toll aus. Ich wollte den Begriff jetzt nicht sagen. Aber, sah scheiße aus. Ich sag's einfach mal so. Also gefiel mir nicht. So, dann haben wir das schon mal. So, jetzt gehe ich hier mal rein. Mach hier wieder zu. Ha! Lad noch mal kurz hier unseren Phaser auf. Oh, jetzt kommen wir aber hier überall. Jetzt müssen wir aber ganz schnell. Jo, alles klar. Okay. Den haben wir auch jetzt soweit, oder? Jetzt müssen wir noch mal Energie. Ach, da kommt noch einer. Komm. So, und die können wir nachher auch abladen, diese Geister. Hier haben wir wieder einen Schlüssel gefunden.
schauen wir uns noch mal kurz um hier. Hier waren die bösen Burschen. So. Energie haben wir voll. Hier ging gerade die Party ab. Hier ist so ein Totem. Also das ist das, was wir eigentlich finden wollten. Gucken wir uns gleich mal an, was der uns zeigt. Machen wir erstmal hier auf. Okay, hier sind wir wieder. Okay, haben wir nichts übersehen. Dann schauen wir uns den Totem mal an. Der zeigt uns jetzt einen Raum. Okay, das ist doch der Raum, ne? Und in dem Raum müssen wir das Ganze dann aktivieren. Das haben wir jetzt gemacht mit Trigger. Und jetzt geht die Tür auf zum nächsten Stockwerk. Stockwerk 4. Hier sieht es schon gruseliger aus. Alles rot. Überall Bücher. Okay, jetzt müssen wir schauen. Okay, den Schlüssel haben wir noch nicht. Ach, guck mal hier. Man öffne uns die Tür. Oh, komm hier. Oh, die werden ja mal größer, die Kandidaten hier. Yo. Haust du ab? Komm. Und rein in den Staubsauger. Unser Totem. Aber bevor wir das jetzt aktivieren, schauen wir uns erstmal hier weiter um. Laden nochmal unser Phaser auf. Ne, euch wollen wir nicht. Na ja, klar wollen wir euch. Ah, der war gerade enttäuscht ein bisschen. Habt ihr gesehen? Weg. Cool wäre, wenn man wie bei Ghostbusters so eine Falle noch hinschmeißen könnte. So, jetzt müssen wir unbedingt noch Energie haben. Ah ne, haben wir schon. Das sagt doch ein bisschen was aus hier, oder? War doch klar. Oh, wir können uns ein Upgrade aussuchen. Wie es scheint. 1-8 Yellow Jacket. 2-2 3-2-2, Rang 3, Rang 2. Okay, wir haben da gar nichts von, oder? Ne, haben wir sowieso. Schade. Okay, auf jeden Fall können wir Upgrades bekommen. Oh, der hat uns aber jetzt erwischt. Weg. Komm, ich brauche Energie. Oh, jetzt hat er uns. Habt ihr gesehen, so schnell ist man auch down. Okay. Jetzt landen wir im Hauptmenü. Hallo, kleiner Kerl. Hey, buddy. Looks like you're starting to get the hang of it. How many of those shiny coins did you collect? Wow, that's a lot. Can spend them on that computer over there. Just log into Ebu to get some new starter gear. Okay, schauen wir uns gleich mal an. Also wenn man stirbt, kommt man immer wieder hier hin. Nett gemacht, der Kleine. So, hier kann man die Geister raushauen. 26 Ghosts. So, einen habe ich schon mal vorher reingeladen. So, und das ist Weirdwood. Und Weirdwood müssen wir von den ganzen Geistern befreien. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Small Elixir. The Bishop. Aber wir haben nicht genug Geld bei Ibu. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Spenden sammeln. Coins sammeln. Ach, guck mal.
Hier kriegt man ja Klaustrophobie. Was ist hier? Ach süß, guck mal, ein kleines Bett da oben. Okay, schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt nochmal hier neu starten. Open that gate. Okay. Also das heißt, wir starten immer ganz am Anfang. Stockwerk 1. Können weiter sammeln, kriegen dann immer besseres Gear. Haben wir denn alles verloren, was wir hatten? Ja, okay. Okay, interessant zu wissen. Aber ich denke mal, unsere Münzen, unsere Geister und so weiter, die wir weggebracht haben, die bleiben uns erhalten. Oh, die leiernde Musik hier. Stirb! Ah nein, du bist schon tot. Ghostbusters! Probieren wir den Onkel nochmal. Was hat er? Ein Telefon, Telefon. Telefon. Okay, jetzt haben wir irgendwas erhalten von dem. Ach, diese Shards. Okay, jetzt verstehe ich. Damit hätten wir, oder kann man nachher diese Upgrades kaufen, wenn man diesen Shop findet. Ja, ich habe auch vorher, bevor ich das Video gemacht habe, nicht so viel Zeit hier investiert. 10 Minütchen, um mal alles zu verstehen. Kerze, Kerze, Kerze! Hilfe! Komm, lad auf! Ist er. Jo, der hat gedacht, der könnte mich verfolgen und dann, ne, hier schön verstecken. Am Arsch. Am Arsch, Junge. Münzen. Monster unterm Bett? Nein. Okay. Dann schauen wir mal. Okay, wir sind in dem Raum. Ein bisschen spielen wir noch weiter. Okay, den Schlüssel haben wir. Stecken wir mal ein. Schauen wir mal, was da auf uns wartet. Ein bisschen haben wir gebüßt an Energie, aber hält sich noch in Grenzen. Kampf vor Schmerzen. Lass mal den Kleinen wegsaugen hier, komm. Dann bist du dran. Wo ist er? Ah, hier haben wir wieder. Wow. Na kommst du. So, wir haben zwei von denen. Kapazität, Speed. Kapazität hört sich gut an. Kann man
kann das jetzt benutzen. Select. Select a blaster to apply. Ah, okay. Und schon haben wir ein Upgrade für unseren Blaster bekommen. Okay. Ich habe schon das Gefühl, dass man das gerade gemerkt hat. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. So, wir trinken mal einen von denen. Dann gehen wir hier nochmal rein. So, looten, looten, looten. Da ist auch nichts mehr. Okay. Dann lassen wir uns mal anzeigen, wo wir hin müssen. Wir sind genau im richtigen Raum. Passt also. Los geht's. Das ist der Schlüssel. Ein roter Schlüssel. Okay. Ventilatoren. Wo ist denn einer? Soll er hier im Raum sein? Okay, nicht geschafft. Okay, dann sind wir wieder hier. Der Ruby Key. Hier können wir wieder wahrscheinlich rein. Aber wir haben jetzt gar keine Charts gesammelt, oder? Ne, wir haben keine. Können wir auch weitergehen. Jetzt gehen wir erstmal durch die Tür da hinten. Hier kommen wir noch nicht rein. Hier könnten wir auch mal reinschauen, was da ist. Mit der habe ich jetzt nicht gerechnet. Mann, ich wollte Gold. Aber wie wir sehen, kann das auch passieren. Dass uns da Geister entgegenkommen. Beim Looten. So, der wartet für dich. Ja, komm, hau ab mit deinen scheiß Äpfeln. Kerze, Kerze, Kerze. Und du bist weg. So. Boah, wir haben aber schnell weggezogen hier. Das ist der rote Schlüssel. Wir haben noch volle Energie. Im Blaster ziehen wir uns auch voll. Dann nichts wie hin zur roten Tür. So, und da wartet jetzt ein richtig fetter Kerl auf uns. Aber den haben wir gerade ganz gut abgezogen direkt. Da hat er nicht mit gerechnet. Aber da sind zwei von denen. So. Mal kurz aufladen. Na komm. Komm, nochmal aufladen. Können wir die jetzt auch kaputt machen? Nee, oder? Ah, damit hast du nicht gerechnet, ne? Ein kleiner Sack. Alles kleine Mistkäfer seid ihr.
So, schauen wir uns mal an. Okay, Schlafzimmer mit Bett. War das der Raum hier? Nee, das hat kein Regal. Da muss ein Regal drin stehen. Okay, gehen wir mal weiter schauen nochmal. Da vielleicht? Nee, das ist zu klein, der Raum. Da steht noch ein Regal drin. Hier ist es. Hier sollte es sein. Stimmt da, ja. Ich würde sagen, ein Stockwerk machen wir noch. Also wie man sieht, man kann sehr, sehr schön ausweichen. So, wir müssen, bevor wir jetzt irgendwo reingehen, noch mal kurz die Kerze plündern hier. Ach Leute, euer Ernst. Hoffentlich geht die Kerze gleich noch mal an. Den kleinen holen wir uns direkt. So. Aus dem Haus. Hier ist wieder der Kerl. Ein starker Staubsauger hier. Der Bin vor 2000 ist das. Der zieht alles weg. Save the shadows will guide to spectral energy trapped within. Okay. Jetzt in dem Raum? Ja. Ein Telefon? Und schon haben wir gelöst. Ah, dafür kriegt man immer diese netten kleinen Sachen. Charts. Find the Emerald Key. Den müssen wir jetzt noch finden. Gucken wir mal auf den Boden, ne? Eben lag der ja so ganz toll auf dem Boden. Schön versteckt. Da ist er doch auch versteckt. Guck mal hier. So, rein da. Ja, damit hat der Kollege auch nicht gerechnet, hat man gesehen. Schon der Totem. So, nochmal schnell. Oh, der hat gerade richtig Energie. Abgezogen bekommen. Komm. Oh nein, 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 nein. Ich brauche eine Kerze. Wo ist hier eine fucking Kerze? Out of. Ja, sehe ich gerade selber. Out of energy. Haben wir nur die eine Kerze hier? Aber arm. Okay.
Oh, wir haben was Neues. Den nehmen wir da, oder? 212. Okay. Haben wir schon mal eine kleine Verbesserung. Aber der bleibt nicht das Startgear. Das heißt, wenn wir sterben, ist der weg. Haben wir denn hier eine Kerze? Warum haben wir denn hier nirgendwo Kerzen? Müssen wir mal schnell eine Kerze finden, oder wir müssen nochmal zum Anfang zurück. Oh, das ist aber nervig mit der Kerze. Muss ich mal ganz zum Anfang, um mir Energie zu holen. Oh, da ist mein Controller gerade weg. Warum auch immer. Ja. War ein kleiner Bug gewesen, scheinbar. Keine Ahnung, wo mein Controller jetzt hin ist. Aber ist ein guter Abschluss, glaube ich. Da ist mein Controller wieder. Und unser kleiner Kerl, weiß ich nicht, wo der ist. So, nochmal die 52 Geister haben wir. Ach, da ist er. Ja, Leute, das war Spectro. Also unser Ziel ist es, ganz nach oben zum Turm zu kommen und diese komische Maske zu finden, um ja, Weirdwood wieder ja, zu retten. Ja, ein echt nettes Game, würde ich sagen. Ist nichts Gruseliges. Also wer auf so Mario, Luigi's Mansion und sowas steht, also der wird das hier mit Sicherheit auch mögen. Finde ich auch für die kleinen Geistjäger unter uns vielleicht ganz interessant. Also ist mehr ich würde sagen, für die Kinder gedacht, meiner Meinung nach. Aber ist nett gemacht. Man kann sich immer wieder Upgrades kaufen hier bei Ibu. Ne, jetzt haben wir hier schon 199 gesammelt und das ist immer unser Startgear und damit können wir dann halt ja, immer wieder starten und wird immer besser, von daher kommt man dann bestimmt irgendwann nach oben. Ja, wenn euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, wäre echt nice, wenn ihr mich abonnieren würdet, denn ja, ich will dieses Jahr unbedingt auf die 1000 kommen. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht, aber 1000 ist jetzt dieses Jahr meine Hürde und die will ich definitiv jetzt knacken. Und ja, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.